Herzlich willkommen zurück zu Mario und Rabbids Donkey Kong Adventure DLC. Und wir machen weiter mit der ultimativen Prüfung 2. Schmugglerwahnsinn. Ich beginne diese Aufnahme gerade zum dritten Mal. Das Witzige ist einfach, mir ist gerade die Aufnahme hier abgekackt. Dann ist mir die Aufnahme, wo ich anfangen wollte, abgekackt, also zum Kampf. Dann ist mir die Aufnahme abgekackt, wo ich gerade mal mit Donkey Kong gezogen bin. Ja. Ja, muss ich noch irgendwas sagen? Also ich habe nicht mal die erste Runde richtig abgeschlossen. Ich habe nur mit Donkey Kong gezogen. Und das machen wir jetzt auch. Nur als Info schon mal. Man kann in der ersten Runde keinen Schmuggler ins Ziel bringen. Außer man ist so dumm und schmeißt den jetzt hier ins Ziel. Und wer den ins Ziel schmeißt, ist wirklich dumm. Sorry, aber das ist schon dumm. Wer schmeißt den Schmuggler extra ins Ziel? Ich habe jetzt gerade irgendwie eine ganz doofe Ordnung. Okay, es geht. Ja, machen wir die mal aktivieren. So, jetzt kann ich jetzt... Ab jetzt ist auch alles neu für mich. Ja, erst. Damit die Aufnahme bei Donkey Kong abgeschmiert ist. Und ja, die anderen zwei Male wisst ihr auch. Beste ist ein Rabbit Peach, die hat Honig. Und ihr Dash ist sehr effektiv. Deswegen bin ich sogar froh, dass ich ihn erstmal schon aufgewertet habe. Ich würde einfach sagen, wir laufen noch ein bisschen weiter. Na gut, wohin wollen wir denn jetzt laufen? Das ist eine gute Frage. Könnten jetzt schon... Wir könnten den festkleben und danach wegdashen. Ja, das würde ich sogar machen. Wir haben eh keine Dashs übrig und ja. Jetzt werfen wir mal das ewige Laufe. Also hierfür hätte ich mir sogar auch eine Vorspulfunktion. Wäre sehr nett gewesen. Ja, das wäre sogar sehr nett. Und Röhre. Und in die Röhre. Und nochmal in die Röhre. Und jetzt nochmal in die Röhre. Ja, und jetzt sind wir endlich da. Und Honig kriegen wir eh auf 100%, also von daher. Wengi Boy, was machen wir mit dir? Ja, die werden eigentlich schwer sterben. Ja, Donkey Kong muss sie halt irgendwie wegtragen. Ah, hier vielleicht aufräumen, ja. Ah, ich habe halt niemanden in der Nähe. Ah, das ist schon belastend. Versuchen wir die einfach rauszunehmen. Ich habe voll Schiss, hier eigentlich zu verlieren. Und wenn ich hier verliere, ich glaube, ihr wisst es, darf ich ja alles wieder neu machen. Das ist das Problem. So, die kriegen wir jetzt eigentlich normalerweise raus. Wir haben die raus schon mal. Das ist eigentlich schon mal sehr gut. Wie viele Schmuggler sind es? Okay, wir haben schon drei. Also vier haben wir schon mal draußen. Boah, wir müssen sowas von mit Honig arbeiten. Hier müssen wir keine Ahnung machen. Ich bin gerade schon wieder sehr überfragt. Alter. Und wir haben verkackt. Nee, wir haben nicht verkackt. Dennoch knapp. Ja, was sollen wir denn machen? Alter, was wollen wir denn? Warte, was? Hä, wie? Ich muss ja. Das geht doch nicht.
Also, wo stehen denn... Hier steht einer kurz davor. Den können wir mit Honig einkleben, sogar töten. Ja, der hier braucht noch eine Runde. Cranky Boy kann weiterziehen. Ja, Batterie ist leer, scheiß drauf. Der hier kommt ins Ziel. Der kommt ins Ziel. Der hier kommt nicht im Ziel. Der hier kommt... Ach. Wir beginnen erstmal mit Donkey Kong. Wer besser? Der hier stirbt schon. Den hier würde ich einfach lassen. Oh. Oh. Ah, nein. Ich dachte, ich kann jetzt nicht mehr weg. Ja, dann würde ich ihn irgendwie wegballern. Muss ja irgendwie. Ja, mit Banane einfach mit den... Ja. Jetzt bin ich sogar froh, dass ich mal Sprung habe. Okay, Sprung war immer geil. Also von daher. Weil Sprung ist die wichtigste Attacke eigentlich. In dieser Mission. Und er ist schon raus. Perfekt. Donkey Kong kann demnächst schon mal weg. Den würde ich gerne mit Honig bekleben. Oh. Oh. Ja, komm, das haben wir verkackt. Außer, Cranky, wo bist du, Cranky? Ihr braucht... Scheiße, ich scheiße. Ja, wir müssen den mit Honig bekleben. Das geht nicht. Wir müssen irgendwo am Ende da rauskommen. Ja, ich muss auch einmal um das ganze Spielfeld laufen dafür nochmal. Der kommt ja ins Ziel. Ja, haben wir es jetzt schon verkackt eigentlich. Nee, wir können ihn dashen. Ja, wir müssen hier hin. Wir müssen Cranky auf jeden Fall da hinstellen. Und schlafen. Sofort schlafen. Es geht nicht anders. Ohne Schlaf, Cranky, hätten wir gar keine Chance gefühlt in dieser Aufgabe. Den können wir mit Dashen rausnehmen, hoffentlich. Bitte, das wäre so wichtig. Den können wir sogar rausnehmen. Ein sehr wichtiger Schritt, meiner Meinung. Und schlaf, Cranky. Okay. Hier ist gerade nur noch der hier, aber den kann ich einfach nachher mitnehmen. So schlimm also nicht. Der hat 70 KP. Okay, wir machen's. Tut mir leid, Auto, aber bitte, bitte Honig. Wenn nicht, dann darf ich jetzt schon neu starten, gefühlt. Bitte Honig. Ich danke dir. Okay, erstmal ganz kurz Feststellung. Die hier drei schlafen. Den einen habe ich jetzt gleich tot. Der hier kommt nicht im Ziel. Der hier kommt nicht im Ziel. Ja, der klebt ja fest. Und der hier müsste ja eigentlich wieder andere hier warten. Dann hätten wir es schon mal erstmal. Batterie ist leer. Ja, moin. Okay, Leute, ich wechsle mal ganz kurz die Batterie. Das ist natürlich, das muss ja in der Aufnahme immer passieren bei mir. Also bis gleich. Leute, das cutte ich jetzt einfach mal nicht weg. Ich glaube, brauche ich jetzt auch nicht. Oh Gott, das ist der kaputte Controller. Oh Gott, ey. Aber ich würde sie schon mal in Position bringen. Nein, wenn ich jetzt dash... Nein, nein. Ich dashe lieber nicht. Nee, wir bleiben erstmal hier.
Am besten näher der Röhre hier. Ja, dieser Controller ist scheiße. Nein. Mein Lieblingscontroller ist natürlich leer, weil der hat so eine Macke. Was, wenn ich nach rechts drücke mit den Joy-Con, bei rechts, geht das nicht. Es geht nicht. Und ich hätte den eigentlich noch dashen können da hinten. Scheiße. Kann ich jetzt auch mal wieder die Kamera bewegen? Danke. Und jetzt hoffen, dass wirklich nichts ist. Ja, ja, den muss ich gleich sowas von rausknocken. Ja, den muss ich jetzt auch schnappen. Ach, Scheiße, ey. Ja, den hier muss ich schnappen. Controller, beweg dich! Ja, und ich komme nicht weg. Doch. Ja, jetzt darf ich erstmal versuchen, nach da hinten zu kommen. Ja, so schon mal falsch. Oder wir machen was ganz Verrücktes, aber was ganz Verrücktes. Na, Cranky, du darfst dich um die hier kümmern. Keine Ahnung wie, aber ja. Was ist, wenn wir einfach am Ende den hier einkleben mit Honig? Oder was ist, wenn ich einfach mit Rabbit Peach da hingehe? Und hier zu Cranky. Oh, den habe ich ja komplett vergessen. Ja, aber der kommt nicht. Nee, da kommt nichts. Cranky, wo kannst du denn laufen? Würdest du da hinkommen zu denen? Würdest du? Ja, dann laufen wir lieber in die Mitte. Ah. Rabbit Peach, wo ist Rabbit Peach? Ja, die würde auch zu denen kommen. Okay, wir machen das so. Ich gehe mit Donkey Kong in die Mitte. Wenn ich das irgendwie schaffe, Leute. Es ist schwerer, als es aussieht. Ja. Nein, nicht so. Hier komme ich. Aber die Mitte ist doch da. Nee, die ist ja hier. Scheiße. Soll ich da hinkommen? Warte. Nein, das geht ja auch nicht. Ha, ich bin da. Ja, Frage, was mache ich denn jetzt? Ich muss hier irgendwie Bumerang benutzen. Alter, scheiße. Aber das habe ich mir unter einer ultimativen Prüfung wirklich heraus vorgestellt. Das da, du, ich sag mal so, ein Fehler und du bist vielleicht sogar RIP. Man darf keine Fehler machen, fast keine. Und ja. Das Gute ist, wenn wir die besiegen, haben wir es. Problem, der andere Typ. Aber der könnte jetzt durch Cranky's Dash sterben. Der könnte durch festgeklebt werden. Das heißt, wir könnten es schaffen, wenn wir jetzt diesen Bereich säubern. Ich bin wirklich froh, dass ich die Bewegungsfreiheit sogar gemacht habe. Aber der kommt nicht ins Ziel. Wenn doch, das wäre schon komisch. Nee, der kommt nicht. Wir würden weggeschleudert werden. Das ist sogar perfekt. Ich dachte, das Spielabsturz. Wenn das passiert wäre. Da kommt dieses Ziel. Leute, wir haben es vielleicht. Ja, Kamerad, darf ich mich auch wieder bewegen?
Okay. Der hier kommt nicht ins Ziel. Jetzt müssen wir erstmal versuchen, irgendwie zu den anderen hier zu kommen. Wir machen am besten noch so. Okay. Jetzt müssen wir Honig. Jetzt brauchen wir Honig und dann haben wir es. Dann haben wir die Runde sogar auch überstanden. Ey, das ist krass. Mein Plan war am Anfang. Vielleicht habe ich es am Anfang auch komplett scheiße gemacht. Aber die in der Mitte, wenn da vier sind, ist so. Das ist schlimm. Ohne Cranky Snickerchen hätten wir es auch nicht geschafft. Das steht ja auch fest. Nee, Bongos. Also, wenn ich jetzt Bongos spiele, ey, dann. Fühle ich mich. Oh, wirklich. Dashen kann ich ihn wahrscheinlich nicht. Warte mal. Nee, um einen Umweg komme ich da jetzt auch nicht. Ich meine, ein Dash würde ich jetzt auch mitnehmen. Nee. Nee, ich glaube, dahin komme ich jetzt nicht. Das heißt, wir kleben den nur fest. Was ja auch schon reicht für mich. Ich schwitze. Weil ein Fehler, das wäre jetzt richtig scheiße, ganz einfach. Leute, ich schaue nicht hin. Ja, das müssen wir jetzt sofort. Oh, der ist ja auch sehr knapp. Oh. Ja, ist okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Der könnte tot sein. Ja, das müssen wir auch machen. Perfekt. Frankie, du musst dich irgendwie in der Mitte kümmern. Wie soll ich das denn jetzt machen? Banane wäre dann gut halt. Alter, Leute, ich hab grad Nerven. Alter. Ja, wir haben's so. Ja! Oh mein Gott! Nur noch der eine. Und der muss sterben. Ja, wir haben Cranky. Ja, wir haben erstmal Cranky noch. Der noch komplett seine Dashs hat. Wenn ihr versteht. Nicht nur das, der hat sogar noch seine Ulti. Auch noch. Doch, ich würde gerne noch näher an ihn ran. Vielleicht sollte ich erstmal WebP sogar nochmal. Ich will das jetzt hier ganz sicher angehen. Das ist der letzte Gegner. Und wenn der letzte Gegner jetzt reinkommt, dann könnt ihr mir glauben, dieser Tisch fliegt. Dieser Tisch fliegt. Aber sowas von. Doch, wir haben's. Guck mal. Rabbit Peach hat sogar noch 70 weggenommen. Die Shotgun macht 115, wenn ich jetzt da drin. Okay, wir haben's. Wir haben's. Im First Try. Also, wo ich die Prüfung halt richtig angefangen habe. Außer diese drei Fails, weil die Aufnahme abgekackt ist. Mal wirklich ein First Try. Und das war sogar in 20 Minuten. Nicht mal. Die sah schwer aus, aber wenn man einfach ruhig ist und einfach macht, wie man will, kommt man immer auf eine Lösung. Ohne Honig, also Honig hat erstmal richtig viel mitgespielt mit. Ja, mit Sprung. Und dank Crankys Schlafen haben wir es auch geschafft, weil wir die drei sonst niemals. Wir hätten die niemals.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Part von Mario und Rabbids Donkey Kong Adventure DLC. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao, ciao!